Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. So, kommen wir zu einem Game, was es auch auf der PSP gibt, was typisch für Sony ist. Und zwar Gran Turismo. Da ist es. Das gute alte GT. Und das ist die PSP-Version. Auch die Definition von Carporn, um es mal ganz nett zu versagen. Was Forza für Microsoft ist, ist halt Gran Turismo für Sony. Und den Teil gab es, glaube ich, heute noch nachgeschmissen. Ich glaube, GT ist auch eine Serie, die ich tatsächlich immer noch komplett habe, glaube ich. Auch mit diesen ganzen, weil nicht Prototypen-Games, die es mal kurzzeitig gab. Da wollen wir mal gucken, wie sie das hier fährt. Guter alter Ferrari. Eigenwillige Musik, wenn ich das mal sagen darf. Mal gucken, mit welchem Eumel-Kacke wir gleich wieder anfangen dürfen. Weil weder Tourenwagen noch Rallye-Wagen werden wir kriegen. Gute alte Mercedes. Silver hat gerade Forza, ist um so viel besser. Forza macht einfach mehr Spaß. Gran Turismo ist ja sozusagen die erste Serie, die wirklich die Dinger in Hochglanz präsentiert hat. Also wirklich in, wo Auto-Enthusiasten, glaube ich, total begeistert sind. Und Forza hat es dann irgendwann besser gemacht. Forza hat sozusagen dann von den anderen Rennserien, die es ja auch gibt, ein bisschen was gelernt. Und Forza Horizon ist, wenn man so will, das beste Test Drive Unlimited, was es nie gab. Willkommen in der Welt von Gran Turismo. Abend. Sehen Sie als erstes an Ihren Fahrkünsten in der Fahrherausforderung. So, aber der Modusauswahl. Was können wir denn schön alles wählen? Ein Renault Megane. Das bestimmt eine Riesenkiste. So, Ordering Côte d'Azur. Chamonix. Grand Canyon. Was haben wir denn hier Schönes? Laguna Seca natürlich. Den Nürburgring natürlich. Für Kandidaten. Komm, nehmen wir noch den Klassiker. Auf geht's. Dann fahren wir doch mal den Nürburgring. Die gute alte Nordschleife. Mit dem Renault Megane. Für eine unglaubliche Beschleunigung, die Karre hat. Boah, nochmal gucken. Okay, Ideallinie und so ein Quatsch wird uns alles noch angezeigt, ist klar. Das ist ja hier der Baby-Modus. Das Making-of vom Nürburgring war ganz witzig, wie sie es nach Gran Turismo gebracht haben. Die haben also wirklich den ganzen Quatsch
wirklich händisch abgefilmt. So, komm, geh weg. Ich hau dich ewig. Ich fahre bekanntermaßen ein wenig aggressiver. Ich habe übrigens auch eine Idee, weil ihr ja gerne über meine Fahrkunst so herzieht. Ich werde wahrscheinlich eine eigene Racing-Kategorie mal bauen. Dann können wir mal gucken, hier, wer hier Vollgas gibt oder nicht. So, jetzt können wir wieder gucken, haben die eine Gummiband-KI? Also im Augenblick würde ich sagen, schocken die mich nicht wirklich. Sagt er mir das noch an für ganz doofe, ne? Aber ihr seht, für ein PSP-Game. Super. Da war nicht die Bremse übrigens. Ah, da ist die Bremse. Okay. Bremse gefunden. Ja, hier muss man tatsächlich auch bremsen. Das Rot ist nicht einfach nur ein Abstandshalter. Fahren wir durch den Wald. Ich hole euch schon wieder ein. Ich bin der Drift King. So, einmal tschüss. Und dich kriege ich auch noch. So, wer möchte da nicht Beifahrer sein? Mach sogar aus einem Renault Megane. Ich sag das immer wieder gerne. Mache ich eine Rennschüssel. Ah, komm. Mach das, aber ich krieg euch sowieso gleich alle. Fährt sich nicht wie ein Sportwagen. Also ich würde ihn zurückgeben. So, hier überhole ich trotzdem mal einen Windschatten. So, jetzt sind wir noch so nah dran, dass wir ihn auch kriegen. Ich überhole dich schon. Keine Chance. Aha, wir nähern uns. Kommt denn die Kackkiste den wieder hier? Hau ab. Habe ich dich doch gleich. So, einmal ein bisschen ausbremsen und das war's. So. Da kommt der Racing-Profi. So. Du kommst da. Das wird nicht gut enden für dich, mein Freund. Das mag ich gar nicht. Nimm deinen Mazda da weg. Wäre auf jeden Fall die bessere Beschleunigung. So. Das krieg ich trotzdem. So, jetzt habe ich dich aber gleich.
weg. Mach das Ding frei. So, bleib vorne. Schleunige, gib alles. So, jetzt vorne bleiben. Aber die Musik ist sehr eigenwillig. Falls da irgendeiner einen Content-Treffer war, ist schon mal peinlich, dass er überhaupt diese Musik kennt. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen Abstand machen. Jetzt ist nämlich der Test, ob das Gummiband KI ist oder nicht. Ob wir die abhängen können oder eben auch nicht. Einmal schön hier über den Nürburgring. Ja. Das passt doch vom Abstand. Das passt doch. Also Rennspiele kann die PSP. Also die hat schon ordentlich Power. Das passt schon. Spielt sich auch vollkommen flüssig, also ist vollkommen in Ordnung. Deswegen weißt du so schön gerne mehr davon. Wir haben immer noch keine Runde, ne? Ich würde auch ganz ehrlich sagen, eine zweite Runde tue ich euch jetzt auch nicht an, weil so spannend wird das nicht. Wo kommt er jetzt her? Also der hat auf jeden Fall definitiv mehr Beschleunigung. Durch. So, aber eine Runde haben wir immer noch nicht oben, oder wird? Na, ist das Motodrom? Nähern wir uns?
Ja, wenn wir zählen, eine neue Runde. Also müssen wir auf jeden Fall irgendwo eine Runde beendet haben. Gut, dann reicht das auch. Also Gran Turismo für die PSP geht völlig in Ordnung. Spielt sich gut. Sieht gut aus. Über den Sound rede ich mal nicht. Der kann nur besser werden. Aber geht in Ordnung. Ich bin euer Mr. Venom 1970 und wir gucken noch mehr an. Bis dann. Tschüss.